Yo, 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 meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. DOGG, euer Lieblings-YouTuber, ist wieder für euch hier fresh am Start, meine lieben Freunde. Es gibt wieder Rap-News, Rap-Talk und so weiter und so fort. Bevor wir starten mit dem Video, was heute natürlich ein richtig heißes Video sein wird, meine lieben Freunde, ich danke euch für den Support in den letzten Wochen. Es ist wirklich unglaublich krass, was auf meinem Kanal passiert. Ich danke euch für die Klicks, ich danke euch für die positive Resonanzen, die eigentlich zum Teil ziemlich positiv sind. Hier und da gibt es ein paar Hater, aber Haters gonna hate, meine lieben Freunde. Ja, scheiß auf den einen oder anderen Hater, der meint, er müsste irgendwas bla 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 machen. Ich danke auf jeden Fall die Fans von mir, oder besser gesagt die Freunde von mir, die Community, die neu dazugekommen ist, für jeden Kommentar. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Wir starten jetzt mit dem Video. Und zwar habe ich schon vor einigen Tagen darüber berichtet, dass Kollega nichts gepostet hat zu Sayed seinem neuen Comeback. Ja, Kollega ist der Ex-Chef, CEO, Labelboss von Sayed gewesen vor vielen Jahren. Man dachte sich natürlich, wenn jetzt Sayed irgendwas wieder raushaut an Musik, wird es direkt Props geben von Kollega. Gab es anfangs noch nicht, meine lieben Freunde. Ich hatte darüber berichtet, aber mittlerweile gibt es ein kleines Videosequenz-Stückchen aus Instagram, was ich euch rausgefischt habe, meine lieben Freunde. Kollega gibt Sayed Props, ja. Zieht es euch einmal, liebe Freunde. Danach gibt es auch ein Video von Sayed, wo er darauf geantwortet hat. Ich danke euch schon mal fürs Einschalten und wünsche euch einen schönen Tag, meine lieben Freunde. Peace out. So, das ist jetzt eine kleine Ansage und die geht an Sayed. Wir haben wirklich Hochs und Tiefs gehabt, muss man sagen. Ich glaube, auch kein Rapper hat es so schwer gehabt wie du, so ins kalte Wasser geschmissen zu werden und lernen müssen zu schwimmen unter so einem Druck. Wir haben gute Zeiten gehabt, wir haben harte Zeiten gehabt, aber wir haben gemacht, wir haben gehustelt, wir haben alles gegeben. In meiner Absicht lag immer nur das Beste für dich, nicht nur als Musiker, sondern auch als Mensch, für deine menschliche Entwicklung. Ich habe dich wie einen kleinen Bruder gesehen. Und wir haben bis zum Ende alles gegeben. Am Ende hat es sich irgendwie angefühlt wie eine Sackgasse. Und ich weiß noch, was ich dir gesagt habe. Irgendwann im Leben eines Mannes kommt der Punkt, wo er seinen Weg alleine gehen muss, um sich selbst zu finden. Auch wenn dieser Weg erstmal schwieriger aussieht noch als der davor. Und ich glaube, das hast du langsam verstanden. Deswegen, als ich dein Video gesehen habe gestern, muss ich zugeben, ich war nicht unstolz. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem Weg. Mögen die Jahre dir was gebracht haben. Grüß deine Familie von mir. Bleib jetzt dran. Rein in die Masse. Rasier. Peace. So, Kolle. Jetzt habe ich auch mal eine Ansage an dich. Ich muss sagen, das war mit eins der schönsten Nachrichten, die ich zu dieser ganzen Comeback-Phase kriegen konnte. Ich bedanke mich für diese netten Worte und natürlich, wir hatten viele Höhen und Tiefen gehabt. Ich muss auch sagen, das, was ich auch in Songs erwähnt habe, ich bin dir einfach übertrieben dankbar. Ich habe vom Meister gelernt, du hast mir wirklich die Skills beigebracht, die ich heute verwenden kann. Ohne dich könnte ich das alles gar nicht. Und so wie es ist, so wie du mich als einen kleinen Bruder siehst, sehe ich dich auch als einen großen Bruder, der mir viel beigebracht hat, der mir viel Lebenserfahrung geschenkt hat. Ich bedanke mich dafür. Wie ich dir auch persönlich damals gesagt habe, manchmal muss man eine gewisse Distanz ausüben, um wieder näher zueinander zurückzufinden. In diesem Sinne wünsche ich dir auch alles Beste für die Zukunft, für die Familie. Bleib gesund und inshallah sehen wir uns. Peace. Rap Talk bei Doggy 3DL. Abonnier meinen Kanal, lass ein Like da und bis demnächst.